Hallo und willkommen zurück zu Bioshock. Da sind Geräusche, die mir gar nicht gefallen. Ich sollte mal schauen, was ich denn so an Munition noch habe. Ich glaube nämlich, dass ich echt aufgeschmissen bin. So ziemlich. Ja, ich muss wohl den hier nehmen. Halt dich zurück. Ryan ist stocksauer. Davon lassen wir lieber die Finger. Jo. Es ist an der Zeit, entweder die Dinge in die Hand zu nehmen oder einzupacken. Ryan besitzt den genetischen Schlüssel zu Rapture. Wenn wir den von ihm bekommen, ist alles in Butter. Wenn nicht, tja, dann sind wir beide im Eimer. Willkommen im Zirkus der Werte. Butter. Hier kriege ich Bolzen, ey. Kann ich erstmal nur mit Bolzen kämpfen oder was? Ja, ich bin dabei. Ich brauche ein paar Bolzen. Und eine Zeitung, ganz genau. Nee, so, ich geh jetzt hier rein. Kuhn ist nicht mehr der Alte. Bekannt hättest du, als er noch an das Projekt glaubte. Mann. An den Kampf. Jetzt verrottet er in diesem Nimmerland und hofft, dass jemand kommt und ihm sagt, er hätte noch die Kraft, die er früher hatte. Ich nehme an, deshalb hat er dich am Leben gelassen. Hm. Hä, wo denn jetzt? Mann. Links oder rechts? Links oder rechts? Der leuchtet rot. Das gefällt mir gar nicht. Schrot. Schrot. Wow, Schrot, neue Kugeln. Ich dachte schon. Alter, nie haben die was Anständiges dabei. Das klingt ja wie ein Wal. Hä? Ja, krasse Sache. Ryan Industries, aha. Aha. Jetzt ahnst du es, habe ich recht? Andrew Ryan. Napalm? Obwohl Napalm. Oh, komm, bleib mal schon geschmeidig hier. Ich treffe den nicht, der bewegt sich zu viel. Oh, jetzt geht's los hier. Nein, du bleibst hier aus. Ah, Hecken, Hecken. Hecke-Meck. Kann ich das Ding nicht einfach verbrennen? Ich komme da nicht ran mit dem Heck. Ja, geht sonst nicht anders. Wollte das hier aufsammeln. Die Pilger? Das ist immer schon so viel. Kuchen. Nom, was bringt mir der denn? Hat die mir überhaupt was? Weiß ich nicht. Ach, ein bisschen Energie kriege ich davon. Lohnt sich überhaupt nicht richtig. So, da
das habe ich auch. Gab's hier nicht irgendwas Schönes, Interessantes? Nein? Ich dachte. Wie Jus, wo es herkommt? Ich habe den ganzen Nachmittag versucht, so nah wie möglich an Ryans Tor zu gelangen, ohne dabei gesehen zu werden. Es ist extrem gut gesichert. Es gibt keine Möglichkeit, hineinzukommen. Für meine Bemühungen habe ich nur böse Blicke von Ryans Splicer-Freunden geerntet. Das hat man davon, wenn man versucht, den besten Elektroingenieur unseres Zeitalters zu überlisten. Ach so, das ist was ganz anderes. Ich dachte schon, hä? Wissen, wo diese blöde Kamera ist. Hä? Ich schicke dir mein Stinkel! Rein, Wille geschehen! Was denn? Überhaupt nichts check hier. Hacken, wenn möglich. Das wollte ich nicht abschließen. Das halt voll die Verschwendung. Ganze Zeit schon. Wozu steht dieses... Oh nein, das ist ja das andere Teil. Hackers Delight. Könnte ich mitbauen. Habe ich das nicht schon mal gehabt? Das habe ich hier gar nicht drin. Schande. Du, was du hältst. Okay, wenn du... Das ist wieder so ein Ding. Davon würde ich mir gerne ein paar bauen. Könnte ich mir 6 Stück von bauen. Explosionsschrot. Ich brauche ja sowieso Schrot. So. Bolzen oder Gel? Bolzen oder Gel? Obwohl, das ist ja auch wieder... Blöde. Trinker? Ein Trinkverlagerhals, ein kleiner Magie, für die Herstellstadt entzogen zu werden. Ah, cool. Will ich mir jetzt aber nicht leisten. Weil ich nicht genug Slots habe. Sie haben geheiratet und es mit ihren Ehefrauen getrieben.
Warum glaubst du, du seist anders? Ich habe noch keinen Platz an der Wand für dich ausgewählt. Sag mir Bescheid, wenn dir einer besonders gut gefällt. Der da vorne, der ist noch frei. Ich habe noch nie jemanden umgebracht. Ich musste diesen dreckigen Affen 3 Wochen lang hart rannehmen, bis er endlich ausgespuckt hat, wie man an Andrew Ryan rankommt. Man muss ein phrasenverschobenes Overload im Harmonicon Nummer 3 erzeugen. So einfach ist das. Jetzt muss ich nur rausfinden, was zum Geier ein phrasenverschobenes Overload ist und, wo wir schon beim Thema sind, was ein Harmonicon Nummer 3 ist. Ein Kinderspiel für einen Elektroingenieur. Dumm nur, dass ich Designerin für Damenschuhe bin. Ich gehe mal zu den paar Mechanikern, die bei der Wärmeverlustüberwachung noch übrig sind. Mal sehen, was ich aus denen rausbekomme. Ja, alles andere. Alle Parasiten versuchen, die Früchte anderer Leute Arbeit zu genießen. Ich würde dir ja gern die Gesetze der Technik erklären, die das, was du zu tun versuchst, im Keim erstickt. Aber das wäre, als ob ich dem Vieh im Stall Mozarts Musik erklären würde. Ich hab's gerade erst gesehen. Fuck. Ach, Scheiße. Ja, die Raketen, aber die kann ich jetzt ja so. Ja. Roger erwacht wieder zum Leben. Da kannst du nicht hören, wie wieder Luft in ihre Lungen strömt, wie die Läden wieder öffnen, wie es in den Schulen summt von den Gedanken junger Köpfe. Meine Stadt wird leben. Meine Stadt wird gedeihen. Und wenn der Tag gekommen ist, werden wir aus deinem Grabstein Pflastersteine machen. Natürlich, natürlich. Man ist mir hier so nachladen. Besser ist das. Ne? Ne. Oh, Daddy. Muss ich raus, oder? Schön noch gucken. Obwohl. Gibt's ja gar nichts mehr zu gucken. Zu sehen. So ganz in Ordnung ist das ja nicht. Was ist das denn? Was mit Wasserdampf? Und das erzeugt Strom oder so? Ich hab keine Ahnung. Du Monster! Alter, kannst du bitte Schnauze halten? Möchte das gegen Daddy kämpfen, wenn er Assist dabei hat. Falls er Assist dabei hat, dann muss ich ihn vernichten. Mir scheint von dem Untergang gar nicht so ungelegt.
Am Silvesterabend kamen seine erbärmlichen Spleißer aus den Armenhäusern geströmt und haben buchstäblich die Stadt gestürmt. Die Toten verfaulen auf der Straße und die Einwohner tun alles, um sich Plasmide zu besorgen. Sie wollen nur noch eins, sich das Gesindel vom Hals halten. Daddy. Oh, jetzt geht's los hier. Moment, Moment, ich brauche dich. Oh Gott, Daddy! Ah! Natürlich! Ein Schlag und ich bin ihn. Der Typ ist doch echt für'n Arsch. Ist er jetzt doch gestorben? Das ist mein Adam! Lass mich in Ruhe! Blöde Schwein! Willst du mal schießen? Halt doch deine Schnauze! Lass mich doch in Ruhe! Halt doch die Fresse, Alter! Halt doch mal dein Maul! Ich, Alter! Mein Gott, halt euch die Fresse, du dummes Stück Scheiße! Mann! Oh, Splecherorgane. Wo ist denn diese Dreckskamera jetzt? Ist irgendwo da oben. Ach, zum Glück bin ich's nicht. Ja, natürlich. Komm, halt doch mal die Schnauze. Ja, 4, 5. Da oben. Im Krieg befinden, wenn ihr die Wartung der Big Daddies nicht ordentlich macht, verbrauchen sie die R34er, so wie die Nutten im Eve's Apple Penicillin fressen. Atlas Schläger greifen uns pausenlos an. Diese Woche sind schon 2 Mechaniker draufgegangen. Wir müssen die Verluste so gering wie möglich halten. Wenn ich mit Amateuren hätte arbeiten wollen, wäre ich an Land geblieben. Der Schand von Payne kam sein eigener Untergang gar nicht so ungelegen. Warum? Am Silvesterabend kamen seine erbärmlichen Spleißer aus den Armenhäusern geströmt und haben buchstäblich. Warum spielt er das jetzt nochmal ab? Bin ich bescheuert? Die Toten verfaulen auf der Straße und die Einwohner tun alles, um sich Plasmide zu besorgen. Sie wollen nur noch eins: sich das Gesindel vom Hals halten. Komm ich von hier? Nee, hier muss ich gar nicht hin. Oh nein. Da muss ich noch nicht hin. Ich sollte mich erst um den Fall da oben kümmern. Bringt doch was. Hallo? Kann Lust selbst zu dienen. Halt doch deine Schnauze. Ist er das gewesen? Weiß ich nicht.
einmal ist er weg. Blöd gelaufen, ne?